Nach dem Dschungel wird Helmut Berger hierher zurückkehren, an den Stadtrand von Salzburg. Inmitten einer tristen Hochhaussiedlung wohnt der einstige Weltstar in einer Zwei-Zimmer-Wohnung allein. Früher war er der schönste Mann der Welt, ein gefeierter Schauspieler. Heute zelebriert sich Berger nur noch selbst, zumeist mit viel Alkohol. In der Nachbarschaft ist er ein rotes Tuch. Wir sind auf der Suche nach dem Kini, Ludwig II. Ja. Der soll hier wohnen. Ja, der wohnt da. Leider. Ich sag nichts, ich sag nur entsetzlich. Das verabredete Interview mit dem ungeliebten Nachbarn muss an diesem Tag ausfallen. Der Schauspieler ist betrunken, ein Schatten seiner selbst. Für den Dschungel völlig untauglich. Herr Berger, wir wollten eigentlich nur wissen, mit welchen Gefühlen Sie jetzt ins Dschungelcamp gehen. Mit den Besten. Was erwartet Sie denn da? Was denken Sie, was sich da erwartet? Ja, denken Sie mal nach, was Sie erwartet. Seine wildesten Jahre verbrachte Berger in Rom. Ein Leben zwischen Exzessen, Tragödien und Skandalen. 1994 heiratet er das Playmate Francesca. Obwohl Berger offen seine Bisexualität auslebt, geht die Römerin das Wagnis ein. 3 Jahre später trennen sie sich. Verheiratet sind sie noch immer. Er hat sein eigenes Leben geführt, mit Freunden, mit seiner Haushälterin und so. Und dann gab es sein Leben mit mir, mit meiner Tochter, meinen Freunden und seiner Mutter und dem Rest. Das habe ich am Anfang gar nicht richtig verstanden. Helmut Berger suchte stets die große Bühne, das Publikum, die Provokation. Nur der Verfall der Jugend schien dem alternden Lebemann zuzusetzen. Man merkt schon, wenn man die Muskeln fallen und das Gesicht und die Falten und das ist schon anstrengend. Und sich anders umziehen und anziehen. Und wir Männer haben auch diese Menopause da, schwitzt einen, und dann ist wieder kalt und so. Das ist schon anstrengend. Ach, ich kann es nicht ausstehen. Er wollte es allen noch mal zeigen. Doch seine größte Rolle endet nach nur 2 Tagen.